Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem kleinen Tutorial von meiner Seite. Ihr habt jetzt ständig unter den Videos gefragt, unter den Kommentaren natürlich, unter den Corona-Kommentaren, wie man diese ganzen Mods installiert. Das ist eigentlich eine total simple Sache, aber der ein oder andere hat es vielleicht nicht ganz verstanden, deswegen zeige ich das Ganze jetzt hier nochmal im Video. Also falls ihr wissen möchtet, wie ihr die Corona-Mod installiert in OMSI 2, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Als erstes geht's los, dass ihr euch zumindest jetzt schon mal, natürlich braucht ihr OMSI 2 dafür, ihr braucht die dementsprechenden Busse dafür. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel den MAN Corona Mod haben möchtet, dann braucht ihr natürlich das Addon X10. Und wenn ihr die Mods von simnews.net haben wollt, dann braucht ihr natürlich das Wuppertal DLC. Ne? Weil da ist nämlich der Bus drin und der wird dann halt gemoddet. Also als erstes geht ihr hier auf die Seite, auf OMSI Webdisk, oben ist der Link, ich packe euch den Link selbstverständlich unten in die Videobeschreibung mit rein, dort findet ihr alles. Und hier steht es in OMSI 2 MAN Lion City DLX10 Addon Corona Mod plus diverse andere Busse. Hier gab es einen kleinen Fehler, ich habe eine Mod gezeigt, die gar nicht existiert, also nicht offiziell existiert, weil es dann noch eine Überprüfung gibt. Aber es ist zumindest schon mal für den Scania Citywide und für den MAN vorhanden, ja. Hier steht noch mal ein bisschen was drin, was ihr unbedingt lesen solltet. Also denkt dran, Corona ist keine schöne Sache. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das Ganze ist halt keine schöne Angelegenheit. Deswegen liest euch das Ganze hinten durch, was die Mod so bietet und so weiter und so fort. Hier seht ihr noch mal ganz, ganz entspannt hier. MAN-DL, diese Mod funktioniert nur mit der aktuellsten X10-Version. Und beim Scanner, diese Mod funktioniert nur mit den aktuellsten Versionen von Morphe. Ja, der Fahrscheinverkauf sollte natürlich ausgeschaltet werden. Das habe ich auch jedes Mal im Video gesagt. Ne? So sieht das Ganze halt dementsprechend aus. Geht hier oben auf Dateien und hier findet ihr die 103 MAN-DL 05 X10 Addon Version 1.3 Corona Mod und der Scania BVG Corona Mod. Diese beiden ladet ihr euch runter, da drückt ihr hinten auf den Herunterladen-Button und ihr seht, es wird eine Datei heruntergeladen. Des Weiteren macht es genauso bei dem anderen, ne, bei dem 102 und dann ladet ihr es dementsprechend auch runter. Bei simnews.net findet ihr das Ganze direkt auf der Seite. Das ist nicht auf der OMSI Webdisk. Auch diesen Link packe ich euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung mit rein. Und auch hier wieder alles bitte durchlesen, bevor ihr das Ganze herunterladen und installieren wollt. Drückt hier oben auf den Herunterladen-Button und dann ladet das Ganze dementsprechend schon runter. Das haben wir natürlich dementsprechend schon getan. Hier haben wir hier diese drei Winra-Ordner. Ja? Einmal OMSI 2 7-ZIP, einmal OMSI 2 ZIP und einmal die Covid-19 Modpack. Und jeweils, wenn ihr das Ganze öffnet, ja, mit einem Entpacker, ob es jetzt nur 7-ZIP ist oder Winra ist, findet ihr halt dementsprechend immer weitere Sachen hier drin. Ja? Also weitere Ordner. Sollte halt eigentlich klar sein. So, als nächstes öffnen wir jetzt den OMSI 2 Ordner. Der ist jetzt natürlich wichtig, ohne den kommt ihr jetzt nicht weit. Da packe ich euch das Ganze jetzt so, zeige ich euch das jetzt hier rüber. Das ist jetzt zum Beispiel mein Hauptordner von OMSI. Ja, da seht ihr hier Straßenbahn, ne? Addon, bla bla bla, OMSI. Das ist der Hauptordner praktisch, ne? Come on, OMSI. Ist jetzt egal, ob es jetzt die Steam-Version ist oder die CD-Version. Ich glaube, es gibt sogar noch eine CD-Version davon. Also das spielt hier keine Rolle. Ne? Ihr braucht halt diesen Hauptordner von OMSI 2, ohne den geht es nicht. Wenn wir das Ganze jetzt uns angucken, hier bei der OMSI 2 7-ZIP, wenn wir hier einen Doppelklick drauf machen, steht die Vehicles, MAN, DL, Corona und hier sind ein paar Dateien drin. Da wir jetzt schon im Hauptordner von OMSI sind, zieht ihr jetzt praktisch diesen Ordner, den ihr jetzt hier habt, jetzt einfach hier rein. Dementsprechend sollte jetzt das Ganze halt installiert worden sein. Die Corona-Mods sollte dementsprechend jetzt dabei sein. Genauso funktioniert es halt auch mit dem Scania Citywide. Ne? Da zieht ihr jetzt die Vehicles online hier rein. Und auch hier kommt jetzt eine Meldung, dass das Ganze schon vorhanden ist. Deswegen breche ich das Ganze ab, weil es ist ja installiert. So, anders ist es bei simnews.net. Wenn ihr hier Doppelklick drauf macht, seht ihr hier ein paar Dateien und hier ist eine Exe drin. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, muss ich dazu sagen, dass es eine Exe ist. Normalerweise macht man sowas in der Regel nicht, weil meisten Virenprogramme, die sagen halt immer, wenn man eine Modifikation installiert, wollen wir nicht. Ne? Dementsprechend drückt ihr jetzt hier auf Weiter, ich bin einverstanden, Weiter, lest euch natürlich den Text hier durch und gibt jetzt hier den Pfad an, wo euer OMSI installiert ist. Also wie gesagt, hier zum Beispiel
D-Spiele, Steam-Apps kommen um die 2. Der Pfad muss hier drin stehen. Dann drückt ihr auf Weiter und dann installiert das Ganze schon. So, wie ihr das Ganze natürlich überprüfen könnt, ist natürlich klar. Wir gehen jetzt in den Vehicles-Ordner und schauen mal jetzt nach, ob es jetzt hier ein MAN DL Corona gibt. Da finden wir hier den hier, der MAN DL Corona. Der scheint hier aber falsch zu sein, sehe ich gerade, denn so existiert die Datei nämlich gar nicht. Deswegen müsst ihr jetzt mal gucken. Hier haben wir nämlich den DL05 und hier müssen die Dateien rein. Das hat er hier, da hat er hier einen kleinen Fehler gemacht. Also, gut, dass wir das Ganze nochmal machen, sonst gibt es daher wieder keinen Ärger. Also, praktisch, nehmt ihr jetzt die Dateien jetzt hier raus, macht jetzt kopieren, ja, geht jetzt hier in den DL05-Ordner, macht jetzt hier Rechtsklick und dann auch einfach auf Einfügen. Dann kommt die, dann sollte eigentlich alles reinkopiert werden. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr jetzt hier mal guckt. Hier sollten jetzt Dateien drin sein, die jetzt mit Corona heißen. Wenn wir jetzt nach Bustyp jetzt hier und hier sehen wir Corona Bus, Corona Bus, Corona Bus, Corona Bus. Also sie sind alle da. Das können wir jetzt auch bei dem Scania machen. Wenn wir jetzt hier mal zu dem Scania City weit wechseln, ne, sehen wir jetzt auch hier, dass jetzt hier ein Corona Bus, Corona Bus drin ist. Und wenn ihr das Ganze hier mit simnews.net installiert habt, dann müsst ihr zu dem Bus gehen, der natürlich von simnews.net benutzt wurde. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ja, du müsstest ein bisschen schneller fahren. Hier haben wir den WSW C2 und hier drinnen findet ihr die Dokumentation. Also das ist der Ordner zumindest, wo das Ganze installiert wird. Und auch hier sollten in der Regel die Corona-Mods, hier haben wir Covid-19, da sind sie. So, das war alles. Startet jetzt einfach OMSI und dann sollte das Ganze funktionieren. Wir starten jetzt zusammen OMSI, dann zeige ich euch noch, wie das Ganze ausgewählt wird und dann war es das auch schon. So, wenn ihr jetzt alles gemacht habt, so wie ich das Ganze jetzt gerade erklärt habe, dann löscht vielleicht noch den leeren MAN-Ordner, den ihr gerade ja leer gemacht habt und startet OMSI, geht zum Fahrzeugauswahlmenü, ja, so wie ihr es natürlich immer macht und jetzt sucht ihr euch den MAN raus. Also unter anderem haben wir jetzt hier den MAN, wo haben wir den? Ich muss mal kurz mal hier rüber. Und automatisch wird jetzt hier schon der Corona-Mod hinzugefügt. Ihr seht jetzt, MANDL Corona, 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 Corona und so weiter und so fort. Also hier sind die ganzen drin. Bei Scania natürlich müsst ihr selbstverständlich unter Scania gehen. Dann haben wir hier den Scania und ihr seht schon, als erstes wählt er mir auch schon den Corona aus hier. Und dann einfach unten auf OK und damit bestätigt ihr das Ganze. Und die Corona-Mod sollte dann auch drin sein. Mal kurz warten. Ich zeige euch das gleich noch bei dem von WSW. So, da sehen wir, da ist das Schild, da sind die Absperrbänder, also das sieht man. Und wenn ihr jetzt das Ganze dann halt natürlich jetzt mit dem von simnews.net haben möchtet, dann geht ihr hier auf Covid und hier findet ihr dann die C2. Busse mit der Corona-Mod. Und das ist eigentlich alles. Das ist kein Hexenwerk. Das ist eigentlich relativ simpel sogar. Ich glaube, meiner Meinung nach stand das auch überall dabei, wie ihr die Mod installieren müsst. Aber so ist das. Also es ist, wie gesagt, nichts groß, wo man jetzt sagen muss, okay, das war jetzt schwer. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit dem kleinen Video, mit dem kleinen Tutorial hier zur Corona-Mod und hoffe natürlich, dass ihr weiterhin ja, viel, viel OMSI spielt. Bleibt hoffentlich gesund, bleibt zu Hause, ja, gerade wie gesagt zu diesen schweren Zeiten jetzt aktuell sollte man damit nicht leichtfertig umgehen, deswegen wie gesagt, bleibt zu Hause, nutzt OMSI und fahrt so viel ihr wollt, ne, dann habt ihr so halbwegs das Gefühl, dass ihr unterwegs seid. Ich verabschiede mich, bedanke mich und ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir jetzt hier zuzugucken, hoffe natürlich, dass wir uns jetzt demnächst im Let's Play jetzt wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.